So, was hältst du von SCUF Controller? Da sind wir auch wieder bei der COD Area. Das heißt, wenn du die ganze Zeit schön COD plätscherst vor dich her, wenn die CD schon heiß in deinem Laufwerk wird, Freundchen, dann ist das gar kein Problem. Dann kannst du die ganze Zeit mit deinem SCUF-Controller spielen, bis die Hülse wackelt. Wenn du aber auf mehreren Konsolen oder Systemen spielen solltest und auch verschiedene Spiele nutzt, dann ist ein SCUF-Controller ziemlich kacke. Zum Beispiel bei Twilight bringt es dir überhaupt nichts, wenn du am Controller diese wunderschöne Taste irgendwie festmarkieren kannst. Das bringt dir gar nichts. Da macht er kaputt, das Spiel. So, verstehst du? So, und deshalb, wenn du halt diese Kacke nutzt bei mehreren Spielen, also SCUF-Controller an sich sind ja vernünftig, aber wenn du halt verschiedene Spiele spielst, wenn du FIFA spielst, wenn du, was weiß ich, dann irgendwie noch ein, zwei Let's Plays machst und so ein Kack, das zerstört dir, finde ich, das Spiel. Weil du jedes Mal, hast du für jedes Spiel einen anderen Controller. Ich muss jetzt den Flugsimulator spielen, brauche ich ihn hier. Oh, ich spiele jetzt Need for Speed, brauche ich ein Lenkrad. Nix am Arsch. So, kommt bei wieder Born Twice This at Home. Gerade nichts geplant. Was war da mit dem Pink Panther vor 2 Wochen? Warum hattet ihr Streit? Du darfst alles essen, aber du darfst nicht alles wissen. Und der Streit hat sich geklärt. So. Wirst du in nächster Zeit versuchen, wieder ein bisschen zu den Anfängen aufzuschließen. Das heißt, wieder so solche Videos wie der Kabumsche Segen oder das 1500 Abo Special. Du hast wahrscheinlich noch nicht mein CK oder Krieger kommentiert Kommentare, oh, Kuckucksklan, oh, Video gesehen, weil da habe ich das versucht, allerdings auf das Moderne bezogen. Sprich, der gleiche Humor, ein bisschen Ironie, ein bisschen Sarkasmus reingewürzt, mit einer Prise Schärfe das Ganze dann kommentiert. Und aber ganz ehrlich, ich muss sagen, die Zeiten haben sich dermaßen verändert, dass sowas nicht mehr funktioniert. Was soll ich machen? Soll ich sagen, hier nutze ich einen Schalldämpfer oder so? Und so Videos wie das 1500 Abo-Special, das war halt eine Inspiration, eine Hommage an einen amerikanischen YouTuber. Und ich hatte damals einfach Bock drauf. Es wird jetzt bald wieder etwas geben, allerdings nicht auf meinem Kanal, allerdings werdet ihr es über Facebook dann erfahren. Facebook-Link in der Videobeschreibung. Wo sowas kommt, nur aufs Real Life bezogen. Wo ich mich oute, dass ich ein... Ich sag's noch nicht, nein, ich verrat's nicht. Nein. So. Raus du, war die nächste Frage, die haben wir damit beantwortet. Ja, ich rauche. Und ich bin ein Raucher, der 34 Jahre alt ist und der weiß, dass Rauchen schädlich ist und der sich darüber bewusst ist, da ich meinem Körper total gefährliche Zeug zufüge, wie zum Beispiel Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure. Das Rauchen fügt mir und meinen Menschen in der Umgebung erheblichen Schaden zu. Es kann tödlich sein und wenn ich schwanger werden sollte, schadet das auch noch meinem Kind. All das weiß ich und ich brauche trotzdem. Und ich höre jetzt, wenn da jetzt ein 10-Jähriger reinschaut oder ein 12-Jähriger oder ein 15-Jähriger, ey, kriege ich auf zu rauchen, dann tut es mir leid, aber ich werde trotzdem weiter rauchen. Ich habe noch ein bisschen die E-Zigarette hier, sogar hier vorne direkt. Da nucke ich ab und zu mal ein bisschen dran, aber trotzdem brauche ich das harte Zeug. So, Thema erledigt. Kannst du auch mal... Okay, pass auf, das lösche ich und ich sage jetzt Benjamin Holzschuh. Ich will nicht spoilern, aber Benjamin, du weißt ganz genau, was du geschrieben hast und ich kann dir sagen, sowas ist geplant. Was sagst du zur Debatte der Cannabis-Legalisierung? Ganz ehrlich, ist es mir scheißegal. Wenn da irgendwelche... Ich sagen wir es mal so. Ich kenne... Ein paar Kiffer. Habe ich auch kein Problem mit. Ich habe selber insgesamt 3-mal im Leben an einem Joint gezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir Wumpe. Also ich habe davon nichts, wo ich sage, yes, brauchst du. Nicht so wie beim Nikotin. Das ist eine andere Sucht. Auf jeden Fall zum Thema Cannabis. Ich habe jemanden, der mir sehr nahe ist, schon seit längeren Jahren, im Verwandtenkreis. Und derjenige konsumiert ordentlich Cannabis und hat in seinem Leben noch nichts auf die Kette bekommen. Genauso kenne ich es von einem entfernten Freund, der sich auch ordentlich die Bühne zudampft,
und auch in seinem Leben nichts auf die Kette bekommen hat. Sind natürlich jetzt vielleicht Ausnahmen. Jetzt kommt der andere an und sagt, der Politiker so und so hat aber gekifft. Oder schau dir den und den an, der hat auch gekifft und guck mal, was der erreicht hat. Ohne Scheiß. Ganz ehrlich, ich kann nur das sagen von den Leuten, die ich persönlich kenne. Und ich weiß, bei denen hat der enorme Konsum von Cannabis dazu geführt, dass sie ihr Leben, in ihr Leben wirklich reingeschissen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube auch nicht, zumindest bei einer Person, die mir nahesteht, dass das irgendwann wieder vernünftig werden wird. Und er lässt sich auch nicht bekehren. Und da sage ich mir, hey, jeder ist seines Glückes Schmied. Ich bin jetzt hier, ich versuche es 2-3 Mal und dann muss das auch reichen. Und ja, gut ist. Wie kam es dazu, dass du dich wieder mit Elotrix verstehst? Das ist so, bei erwachsenen Menschen, da macht man nicht, ich maul jetzt rum, du hast mir nichts zu sagen. Nee, da hat man manchmal Eier in der Hose und dann geht man hin und redet miteinander. So, dann geht er doch wieder. Was würdest du wählen? Erstens Weltfrieden, dafür wirst du aber auf der Straße leben müssen und du kriegst kein Geld. Oder zweitens 55 Milliarden Euro, dadurch werden aber nie mehr Konflikte gelöst. Ich würde erstens nehmen den Weltfrieden. Warum? Weil wenn überall auf der Welt Weltfrieden wäre, dann brauche ich auch keine Angst haben, dass ich irgendwo unterkomme. Haha! Easy peasy. So. Doofe Frage, Lukas. Außerdem diese ganzen Vergleiche. Ey, was nimmst du? Nimmst 55 Millionen Euro? Oder die Welt explodiert jetzt und du bist der einzige Überlebende. Was machst du? Das bringt gar nichts. Was hältst du davon, dass man in den krassesten Gameplay-Standard auf YouTube haben muss? Habe ich eben schon beantwortet, halte ich nichts von. Ich brauch's noch nicht. Ich spiele Scheiße. So, da es aber einige da draußen gibt, die sagen, es muss immer krasser und immer besser sein, gibt es Gast-Gameplays. Und da ich noch nicht zum Zocken komme, das ist der zweite Punkt. Hey CK, was hältst du von dem Topspiel im DFB-Pokal Fortuna Düsseldorf wegen Würzburger Kickers? Was soll ich jetzt dazu sagen? Die wichsen wir weg. Was hältst du von Wrestling? Hast du es früher geguckt und wie stehst du heute dazu? Ich muss ehrlich sagen, früher habe ich es geschaut. So hier, Ultimate Warrior. Die guten alten Zeiten. Wie hieß der nochmal? Randy Savage mit der Schlange. Das habe ich mir auch angeschaut. Aber es wurde immer künstlicher und immer, also dieser Show-Aspekt wurde immer krasser. Und immer mehr Konflikte und Pipapo. Natürlich sind das trainierte Profis und der eine oder andere Schlag tut mal weh. Aber trotzdem ist es schon abgekapert, wer von vornherein gewinnt. Und es ist alles nur ein Riesen-Entertainment. Das ist quasi das erweiterte... Boah, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Das ist quasi das professionelle RTL. Insider für die, die es verstehen. Welches Spiel findest du besser? Battlefield 3 oder Battlefield 4? Grafikmäßig Battlefield 4, Gameplay-technisch Battlefield 3. Siegel, brauchst du nicht mal eine Pause von YouTube? Pass auf, wenn du irgendwann mal in deinem Job arbeiten solltest, dann brauchst du deine Urlaubstage. Definitiv. Ich kann mal so viel sagen, ein durchschnittlicher deutscher Angestellter hat, ich glaube, 28 Urlaubstage im Jahr. Das heißt, 28 Urlaubstage hast du nur im Jahr Zeit, um mal eine Pause von deinem Job zu nehmen. Oder du gehst schön gemütlich zum Arbeitsamt und sagst, hab da mal einen Euro. So, da ich aber diese Option überhaupt nicht in Erwägung ziehen möchte, ich will nicht zum Arbeitsamt rennen. Ich habe einen gesunden Kopf, der funktioniert, teilweise auch ein bisschen abstrakt ist. 2 gesunde Hände, 2 gesunde Beine und ansonsten, ja, gesund, relativ. Aber zumindest kann ich was tun. So, und von daher brauche ich keine Pause von YouTube, solange es mir Spaß macht. Klar gibt es mal die Phasen, wo ich eine Auszeit brauche und die nehme ich mir auch. Das wird zum Beispiel nach dem Go-Kart-Event werden. Da werde ich, denke ich mal, richtig im Arsch sein. Ich habe jetzt die ganze Planung und alles gemacht und hänge da auch mit drin. Und das nimmt auf jeden Fall eine Menge Energie und das raubt auch eine Menge Energie, aber man weiß nachher, wofür man es getan hat und davon braucht man aber auch mal eine Pause. Dann arbeite ich, was weiß ich, 2 Wochen hart durch, sage alle möglichen Termine ab und produziere Gameplays und dann mache ich eine Woche, wie zum Beispiel letztes Jahr mit Jan und Fössel, mache ich dann einfach mal eine Woche Urlaub. Und wenn es dann, wenn ich erholt bin, alles super, wenn nicht, mache ich nochmal eine Woche Urlaub irgendwie dazu. So, ist einfach so. Würdest du mal Abo zocken auf PS3, in MW2 oder MW3 oder Black Ops 2 machen? Da ich MW3 oder Black Ops 2 gar nicht spiele, käme nur MW2 in Frage. Und zu der Zeit, zu der ich spiele, sind die meisten von euch schon im Bettchen.
So, daher eher weniger. Wenn dann mal irgendwie im, wenn dann irgendwie über einen Livestream, was irgendwann jetzt wahrscheinlich am Wochenende mal wieder losgeht. So, wann und wo ist das nächste Abo-Treffen? Auf der Gamescom. Jeden Tag bin ich dort. Alternativ beim Go-Kart-Event in Großzimmern. Vorher ist eigentlich nichts geplant. Nö. Wann kommt mal wieder ein cooles IP, wo einfach du bist und Spaß hast, wie bei Uncharted? Das wird auf jeden Fall, ich hab's ja sogar hier liegen. Tomb Raider habe ich hier. The Last of Us, alles für die PS4. Mir fehlt aber die Child-Freunde. Und ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze so mache, dass ich erstmal das Gameplay komplett aufnehme und dann euch präsentiere. Ich meine, Uncharted, Tomb Raider, Last of Us, die sind jetzt schon ein bisschen älter, die Spiele. Da tut es keine Not, ob ich die morgen hochlade oder in 3 Wochen oder in 3 Monaten. Dann juckt es dich. Ich nehme es aber, ich lade es dann hoch, wenn der Drops richtig fertig ist. Dazu kommt auch noch mal ein Video, wo ich euch ein paar Sachen fragen möchte, wie ihr gerne euer Wunsch-Let's Play haben möchtet. Ansonsten Far Cry, da werde ich direkt vom ersten Tag an Vollgas geben. Jo, hey Krieger, hast du schon oder wirst du noch selber in die Battlefield Hardline Beta zocken? Ich habe schon und finde ich kacke. Aber was heißt kacke? Aber es haut mich nicht um. Hey Sieger, ich weiß nicht dein Lieblingsthema, aber ich wollte fragen, was hat das mit dir und Elotrix auf sich? Hab ein bisschen mitbekommen. Schön, dass du irgendwas mitbekommen hast, was ich jetzt nicht mehr mitbekommen habe. Also eigentlich ist alles Taco. Vermisst du deine Mutter in einigen Momenten? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall vermisse ich meine Mutter. Also für die Leute, die es nicht wissen, schaut euch mal mein härtestes oder mein heftigstes Video an. Das kann euer Leben vermutlich ein bisschen verändern im positiven Sinne. Egal, ob ihr der Vollspasti seid, ob ihr Disliker seid oder ob ihr wirklich ein vernünftiger Abonnent seid. Auf jeden Fall kann dieses Video euch weiterhelfen. Meine Mutter ist halt gestorben und ja, das war für mich ein harter Schlag und ich habe, ja, ich vermisse meine Mutter. Es gibt manchmal die Momente, wo ich dann halt so sentimental werde. Dann werfe ich mir Musik an, irgendwie, was mich so zum Beispiel damals war von Unheilig an deiner Seite. Das finde ich einfach nur Hammer, das Lied. Und das verbinde ich halt auch mit dem Tod meiner Mutter, weil ich habe damals habe ich so ein Video gemacht, um meinen Schmerz so ein bisschen zu verarbeiten. Und da kam auch dieses Lied drin vor. Dann Sheila von, boah, wer singt denn das? Warte mal. Von Tom Wow. Sheila, das war das Lieblingslied von meiner Mom. So und so, bla 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 bla. Das höre ich mir ab und zu an, wenn ich so meine sentimentalen Momente habe. Und ich denke, es ist auch vernünftig, sowas zu haben. Da fließen die Tränen und alles super. Was hältst du von Unlock All Accounts? Schreib mir Schocks Mods Sub. Ist mir Schnuppe. Wer dafür Geld ausgibt, selber schuld. Wie sieht so dein Tagesablauf aus? Ist er stressig oder lässt du es eher gechillt angehen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eine Person, ich brauche den Stress. Sowas wie das Go-Kart-Event, was eine Menge Stress fordert, das macht mir Spaß. Das macht mir Spaß. Es sind Momente, so, da kriegst du von dem eine Absage rein, es war fest eingeplant, irgendwie ziemlich kurzfristig noch. Dann kommt der nächste an, der dann, ich habe das und dieses und jenes. Und du hängst dann da ein bisschen und musst halt ummodeln etc. Wir waren zum Beispiel auf der Go-Kart-Bahn, Robert, Rafa und ich. Und dann kam ein Spot, wo wir kurz nicht weiter wussten. Und das sind die Momente, wo der Commander aufblüht. Wo zack, da kommt die Idee raus. Und in so Momenten, ja, dafür, wie soll ich sagen, lebe ich. Ja. So, was haben wir noch? Warst du schon mal Bogenschießen? Ich möchte gerne Bogenschießen gehen. Wenn einer von euch irgendwo hier in NRW weiß, wo man als Amateur, also als unerfahrener Bogenschütze, Bogenschießen gehen kann, soll er mal bitte einen Link zu der Homepage in die Kommentare posten. Jetzt, wo Elotrix und Montana Black nicht zum Event kommen, gibt es dafür auch einen Triple Commentary? Das musst du die fragen jetzt. Wie kommst du mit deiner Trennung? Alter, Finn, Trennung schreibt man mit E. Von trennen. Nicht von Träne. Wie kommst du mit deiner Trennung zurecht?
Habe ich eben gesagt. Wie stehst du zu den Jungs von Pizmeet? Und ist da mal ein Projekt mit denen geplant? Die sind zum Beispiel beim Go-Kart-Event dabei und ich komme mit den Jungs super zurecht. Ich schätze die alle, man sieht sich immer bei irgendwelchen Events wieder. Auf der Gamescom werden wir uns wieder über den Weg laufen. Ich werde auch bei denen mal mit auf der Let's Play-Bühne sein. Alles grün, alles Taco. Man versteht sich, man schätzt sich und wir gehen auch mal ab und zu mal irgendwie essen. Ich habe jetzt gestern mit dem Chris wieder ein bisschen länger gequatscht. Ja. Was hältst du von Animes? Halte ich gar nichts von. Ist nicht mein Stil, den ich irgendwie feiere. Auch so dieses Asiatische, weiß ich nicht. Und irgendwie, wenn ich Titten sehen will, brauche ich kein Anime. Sorry. Verdienst du noch genauso viel? Ja, oder vielleicht sind das auch Manga. Entschuldigung, bevor ich jetzt irgendeinen angreife, ne? So, aber ihr seht ja, dass ich mich überhaupt nicht mit der Materie auskenne und es mich auch nicht interessiert. So, basta. Wie lief es bei dir damals in der Schule? Warst du gut? Ja. Was hältst du von dem Geist-Perk in Black Ops 1? Total noobig oder okay? Stört mich nicht. Bei Black Ops 1 stört es mich eigentlich gar nicht. Braucht man für PS4-Spiele eigentlich noch eine Lizenz, YouTube-Videos zu machen? Ich meine, Sony wirkt jetzt sogar, damit ganz easy sein Gameplay auf YouTube stellen zu können. Natürlich brauchst du, theoretisch gesehen, um dein Gameplay kommerziell verwenden zu können, brauchst du die Lizenz, sprich die Erlaubnis des Publishers, um es hochladen zu dürfen, um damit Geld zu verdienen. Das heißt, wenn da Werbung drauf geschaltet wird und du hast nicht die Erlaubnis, dann machst du dich strafbar und dann könntest du theoretisch verklagt werden wegen Urheberrechtsverletzung. Weil bei YouTube, lese dir mal die YouTube-AGBs durch und dann siehst du warum. So, was denkst du darüber, wie sich unsere Gesellschaft in der Zukunft entwickelt hat? Wir haben ein altes, überholtes Schulsystem, welches die Schüler falsch auf ihre zukünftigen Tätigkeiten vorbereitet. Warte mal, da muss ich jetzt mal eben mal kurz mal ein bisschen recherchieren. Kann man hier recherchieren? Nee, kann man leider nicht. Ich wollte jetzt mal gucken, wie alt der Kollege ist, der es geschrieben hat. Die Politiker haben keine Ahnung, wie sie sich auf die veränderte Gegebenheit einstellen sollen. Die Regelung, die momentan für das Internet und allem, was damit verbunden ist, hat viele Fehler. Würdest du selbst sagen, dass wir auf kommende Tätigkeiten gut vorbereitet sind oder wir den Karren sprichwörtlich vor die Wand fahren? Was glaubst du, bringt die Zukunft für dich persönlich? Ich denke, dass die meisten sich den Karren selber in den Dreck schieben. Weil mal ganz ehrlich, ich bin jetzt 34 Jahre alt. Und egal, wer an der Regierung oder wer an der Macht war, was habe ich gemerkt? Was habe ich persönlich an der Regierung gemerkt? So, ich habe gemerkt, dass in Oberkassel die zweispurige Bahn einspurig wurde und ein Fahrradstreifen war. Das war das Einzige, was ich jemals gemerkt habe, dass da irgendwie ein Regierungswechsel zustande kam. Ansonsten, ob die jetzt dem die Hand schüttelt, ob die dem die Hand schüttelt, ob die da jemandem in den Arsch kriegt oder ob wir da irgendwo Geld hinweisen. Ganz ehrlich, es hat sich für mich nichts verändert. Gar nichts. So, und ob ich jetzt mein Kreuzchen da mache oder ob ich es da mache oder ob ich es da mache, jetzt mal knallhart gesagt, ich bin fast der Meinung, fast sage ich mit Vorsicht, dass ich davon nichts spüren werde. So, und wenn ich sowas lese, wir haben ein altes, überholtes Schulsystem. Ganz ehrlich, ich denke, das beweist ja auch die heutige Zukunft. Wenn man sich auf den Hosenboden setzt, wenn man was Vernünftiges macht, wenn man nicht Blödsinn macht mit seinen Kollegen, wenn man sich wirklich anstrengt und nicht gerade der eine Blockade im Gehirn hat, sage ich es mal, da kann man es auch weit bringen. Aber viele fühlen sich ungerecht behandelt, obwohl sie die größten Spasalacken sind und irgendwie Scheiße bauen und sagen, ja, das ist das Schulsystem schuld und hier und ah und tralala. Und ich denke, ganz ehrlich, wie gesagt, jeder seines Glückes Schmied. Und wer das Risiko auch teilweise mal eingeht, der wird häufig belohnt. Du hast, egal wo du hingehst, du wirst es zu nichts reißen im Leben, wenn du nicht ein gewisses Risiko hast. Und zwar erfolgreiches Risiko, nenne ich es mal. Zum Beispiel, du gehst jetzt hin, du kriegst ein Jobangebot, musst aber dafür deinen Job verlassen. Jetzt kannst du sagen, okay, mein Job macht mir aber Spaß und das ist also toll, ich muss nicht umziehen, muss meine Frau nicht verlassen und was weiß ich nicht alles. So, und dann steht auf der anderen Seite das Jobangebot. Das ist vielleicht erstmal ganz interessant. Aber angenommen, du wirst das alles machen, was mit einem enormen Risiko verbunden ist und du gehst den Weg und wagst es,
vielleicht kann das explodieren und bam, bist du ganz weit vorne. So, und dafür trägst du halt dieses Risiko. Wenn du auf die Fresse fällst, okay, alles klar. Es gibt die Leute, die sagen, hey, ich bin lieber super sicher und mag es niemand. So, ich bin zum Beispiel ein Fan, ich gehe gerne viele Risiken ein. Definitiv. Und was auch so ein bisschen bezüglich meiner letzten Beziehung das Ganze auseinandergebracht hat, weil ich halt jemand bin, auch mit YouTube. Ich war damals einer der ersten deutschen YouTuber, die sich selbstständig gemacht haben, die gesagt haben, ey, ich will YouTube hauptberuflich machen. So, und habe damals das ganze Risiko getragen. Habe dafür auch ein bisschen was bekommen, ganz ehrlich gesagt. Aber man muss sich auch Gedanken machen, wie geht es weiter? Und ich hänge nicht jetzt da und sage, oh, es ist alles so schön und oh, ich verdiene meine YouTube-Money. Nee, ich mache mir viele Gedanken. Und es sind viele, viele Pläne auch für meine Zukunft da, über die ich jetzt momentan aktuell nicht reden möchte. Aber es sind auf jeden Fall viele Pläne da. Vielleicht gibt es da zu Weihnachten irgendwelche neuen Informationen. Schauen wir mal. So, und ich glaube einfach, dass jeder sein Glück selber in die Hand nehmen kann, wenn das will. Bin ich der festen Überzeugung. Aber sie lassen sich verleiten durch falsche Freunde, durch den falschen Umgang, blödsinnige Situationen, um irgendwie cool zu sein oder irgendwas. Von daher ist da jeder meiner Meinung nach selber schuld. Wie bewertest du deine aktuelle Situation auf YouTube? Bist du zufrieden oder stört dich etwas? Es gibt viele Sachen, die mich stören. YouTube hat mir damals natürlich wesentlich besser gefallen. Mittlerweile ist YouTube enorm überlaufen und wenn man dauernd jedes Mal oder wie sie, ey Krieger, wieso hast du nur 10.000 Klicks? Findest du nicht, du solltest mal einen Job lernen? Ihr wisst gar nicht, wie viele Klicks ich insgesamt mache. Social Black kannst du ja auch schon nicht mehr vertrauen, das ist nur so ein grober Richtwert. Das ist alles, die Leute denken, sie hätten die Weisheit mit Löffel gefressen, haben sich aber nicht eine Minute lang mit dem Thema mal auseinandergesetzt, sehen, okay, mein Minecraft-Video hat 6.000 Views, irgendwo hat er mal gesagt, für 1.000 Aufrufe kriegt man 2 Dollar, 6.000 durch 1.000 sind 6 mal 2, Alter, das sind ja nur 12 Dollar, ist ja voll wenig für einen Commander. Ja, so ist es. Aber, na, so. Und natürlich, ich denke, YouTube ist momentan ein bisschen überlaufen und YouTube geht auch für meine Verhältnisse in die falsche Richtung. Sie haben jetzt Twitch, glaube ich, aufgekauft. So, dann wird Twitch auch noch wahrscheinlich, das wäre das Beste, wenn Twitch jetzt versaut wird mit Google Plus. Jeder braucht einen Google Plus-Account. Brustmahlzeit. Können wir direkt drauf scheißen. Naja, denkst du, dass es nochmal ein schönes MW2 Oldschool-Video gibt? Dieses Oldschool-Gedöns, ich habe es mal probiert. Sorry, es liegt mir nicht mehr. Ich habe mich weiterentwickelt, meiner Meinung nach. Andere sagen, ey, du hast dich voll zurückgewickelt, du bist voll der arrogante Spasti geworden. Ja, ich finde, das passt aber nicht mehr zu mir, euch irgendwelche Tipps in MW2 zu geben. Woher kennst du eigentlich Shan und Sunrise? Und kommen Bimmel und Bommel auch zu Gamescom? Also ich denke mal, dass Bommel zu Gamescom kommen wird, Bimmel wahrscheinlich auch. Sunrise kenne ich vom DNO-Clan, Shan kenne ich über den Füssel. Was würdest du empfehlen? Xbox One oder PS4? Ich habe beides hier. Ich empfehle die PS4. Ich habe beides hier. Ich empfehle die PS4. Reimreiter, du Arsch. Hab heute Geburtstag. Grüße mich. Ja, alles Gute nachträglich. Ne? Und alle, die morgen Geburtstag haben, grüße ich auch noch. Und alle mal heute auch. Und wenn ihr an einem anderen Tag Geburtstag haben solltet, hey, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Kannst du Jonas den Steroid-Zander grüßen? Würdest du irgendwas an deinem jetzigen Leben verändern? Wenn ja, was wäre das? Mir geht's gut. Ich fühle mich wohl. Hast du mal etwas wie Skaten oder so gemacht? Ich habe Basketball gespielt. Eine Menge Basketball. Ja. Heuiui, Freunde. Heuiui. Wann kommt das denn Last of Us Let's Play? Oder wann kommt es überhaupt, wenn ich fertig bin damit? Kannst du mal bitte diese Situation mit deinem Mitbewohner erklären? Okay. Also natürlich nicht die ganze, weil es gibt da noch ein bisschen, du weißt immer, Privatsphäre. So. Auf jeden Fall, mein Mitbewohner heißt Mirko. Mirko hatte eine Freundin. Die beiden. Die haben sich getrennt. So. Das ist Mirko. Der da. Das ist die Freundin. Die Freundin ist weg. Dafür kam eine andere. Mirko ist zur Freundin gezogen. Dann haben sie sich getrennt. Dann ist Mirko wieder zu mir eingezogen. Das bin ich. Weiter so? Das bin ich. So. Und ab und zu geht es so.
Und das ist einfach der Punkt. Das ist einfach ein sehr guter Kollege von mir, den ich jetzt schon ja, lange, lange Zeit kenne. Ja, und der wohnt bei mir, der pennt bei mir. Und ja, der hängt jetzt drüben auf der Couch. Das ist Mirko, Fitnesstrainer übrigens. Welches Parfum ist mein Liebling? Ja. Armani. Was Armani Code? Warte mal. Kurz mal hier gucken. Armani Code finde ich wirklich am besten. Armani Code finde ich wirklich richtig, richtig geil. Was hältst du von den toten Hosen? Läuft. Deine drei Tipps für Fahrschülerinnen vor der Prüfung. Entspannt sein, sich darauf zu verlassen, was man gelernt hat und was man kann. Einfach locker bleiben. Wenn du es nicht packst, hey, reiß dir keiner den Kopf ab. Hast du das 720 Grad Missgeburtenpaket? Nein. Und ich kann euch auch ganz einfach erklären, warum nicht. Erstens, ich bin 34 Jahre alt. Ich habe in meinem Leben damals ordentlich gepumpt, dann ordentlich zugelegt. Ich habe eine Verletzung im Fuß. Ich habe mehrere Absplitterungen im Fuß, habe einen Schambeinbandanriss, der von Hüftgelenk unten durch die Wirbelsäule ins andere Hüftgelenk geht oder so verbunden ist. Und der ist an der Wirbelsäule ist sehr angerissen und das sorgt dafür, dass wenn das Schambeinband so hier bumm, da mal ranschlägt, gibt das ordentliche Schmerzen. Richtig Kasala. Und ich glaube nicht, dass irgendein Trainer aus dem Internet, so nenne ich es einfach mal, der nicht persönlich mich kennt, nicht persönlich bei mir ist, mir erklären kann, wie ich dann richtig zu trainieren habe. Der sagt mir dann zwar, oh, das ist dieser Bereich und da lassen wir mal das weg, aber wenn ich darin Schmerzen habe, hey, der Trainer ist nicht bei mir. Für mich ist ein Fitnesstrainer beziehungsweise jemand, der Erfahrung hat und Ahnung hat, ziemlich wichtig. Einfach aus dem Grunde, weil wenn ich die falsche Übung mache mit der falschen Haltung, auch wenn der Typ sie mir so vorgemacht hat und ich die Übung nicht kontrolliere, ja, dann kann ich mir noch mehr meinen Rücken kaputt machen und da habe ich keinen Bock drauf. So, und deshalb heile ich von diesen Boss-Transformationen Gedöns und so und auch hier 360-Grad-Paket heile ich nichts von. Einfach, weil ich will was Individuelles haben. Ich will wirklich jemanden haben, der zu mir kommt und auf meinen Körper persönlich, wenn ich sage, ich habe hier ein Wehwehchen, dann will ich nicht, dass er sagt, oh ja, für die Hand haben wir was. Nee, ich will einen, der sagt, ey, für den Finger vom Commander, du musst das und das und das machen. Und da zweifle ich enorm dran, weil einfach er die Zeit nicht hätte. Und wenn er die Zeit hätte, dann würde so ein Ding auch, was weiß ich, 400, 500, 600 Euro kosten. Und von daher scheiße ich auf sowas. Sorry, muss ich einfach so sagen. Und ich habe zwei Personal Trainer in meinem privaten Umfeld, die meine besten Freunde sind, wie zum Beispiel Mirko, der da drüben ist, oder auch der Chris. Habe ich auch mal den Facebook-Link mal auf Facebook gepostet von ihm. Und das sind Leute, denen ich vertraue, weil die kennen mich ja über 20 Jahre lang. Oder Chris sogar über 25 Jahre kenne ich den Chris jetzt und der hat vieles mit mir miterlebt und wenn der mir sagt, hey, tut mir leid, ich kann dir momentan nicht sagen, was für Übungen du machen darfst oder was für Übungen du nicht machen darfst, gib mir erstmal, was weiß ich, ein, zwei Monate Zeit, um mich da reinzulesen, dann weiß ich, hey, der kümmert sich um mich. Als der eine sagt, oh, das ist der untere Rücken, lass mal die Übung weg. Sorry, ist einfach so. Was war mein größter Konflikt mit der Polizei? Habe ich eben in der CK Privatfolge erzählt. Jetzt kommen wieder hier irgendwelche Scheißsachen. Hey CK, magst du Bambus sprochen? Sprossen. Bambus sprochen. Naja, ich würde sagen, das reicht aber auch heute mal für diese CK Privatfolge. Schreibt mal euer Lieblingsthema mit einem Hashtag davor in die Kommentare, was ihr am liebsten euch angehört habt. Dann weiß ich, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Und ja, Endcard brauchen wir jetzt nicht mehr. Deshalb gut Schuss, bis zum nächsten Mal. Euer Commander Krieger. Tschüss.